So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3 HD Collection. Jo, im letzten Part haben wir die Geschichte mit Tenshan beendet, nachdem wir gegen Cell gekämpft haben, zweite Form. Endlich auch das Dodo-Paar geholt hatten, auf Screen. Dann haben wir gegen Buu gekämpft, was ein schwerer Kampf war. Und jetzt sind wir mit Yamshu in der Saiyajin-Saga, wo er das Training startet, wo er zu Gott soll. Wenn aber erstmal die Dragon Ball suchen, die beiden. Es sind nämlich drei Sagen, wo er ist. Er ist in der Saiyajin-Saga, in der Cyborg-Saga und in der nach der Geschichte von Buu-Saga. Das klingt merkwürdig, ist aber wirklich so. Er ist in der Geschichte, nachdem, ich sehe nichts. Die Sonne naht. Yamcha, wieso testen wir nicht, was unser Training gebracht hatte? Es war Tenshinhan an. Hört sich gut an, auf in den Kampf. Du bist gut, Tenshinhan. Anscheinend hast du keine gute Trainingssession ausgelassen. Okay, wir kriegen einen Angriff. Anscheinend, glaube ich, wieder. Wolfzahn. Wow, toll. Was ein... Ah, mein Bein. Ah, scheiße. So, aber ich saß ein bisschen merkwürdig. Mein Bein war am Weg. So, ja, Wolfzahnfaust bekommen. Fucking shit, ey. Will ich gar nicht... Dass ich gar nicht drin habe. Was für ein gammeliger Angriff ist, ey. So. Dragon Balls, würde ich sagen. Wir sind immer noch auf der Suche... Okay, aber eine gefunden. Wir sind immer auf der Suche nach den Dragon Balls. Dragon Balls, Dragon Balls, ein Dragon Ball. Hallo, Dragon Ball. So. So und nicht anders. Da war was. Warum fliege ich eigentlich nicht weiter? Wieso fliege ich weiter, wenn ich das genau gesehen habe, dass da was war? Da war es doch. Hallo. Okay. Hier liegt Geld rum. Yay, wir haben auch so wenig. So. Gut, gut. Was zur Hölle mache ich da jetzt gerade? Okay, weiter. Was zur Hölle treibt mich da? Was zur Hölle treibt mich da? Ich bin ein Depp, ein Depp, ein Depp. So. Hallo, hab ihn gesehen, hab ihn gesehen. Ja, ich hab schon für sich umdrehen, danke. Geht doch, meine Fresse. Er wollte sich einfach nicht umdrehen, er hatte keinen Bock. Er hatte keinen Bock. Ach Gott, ey. So. Dann müsste... Genau, da war es, was ich schon gesucht hatte. Ich glaube, das ist das, was ich gesucht habe. Krillin, fangen wir an. Danke, Yamcha. Mach da, das ist mein Mädchen. Ah, das kennen wir auch schon von Krillin. Das kennen wir auch schon von Krillin. Ja, komm, sprachlos. Ja, oh, Verzeihung, blabiblob. Das kennen wir schon. Zwei Level ab. Wow, ohne dass wir was getan haben. Ohne dass wir was getan haben, steigen wir zwei Level eben ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Jetzt muss ich auch was überprüfen. Da ist noch was. Okay. Ich muss ja mal gucken hier, weil ja Sachen sind, ne? Ja, am Schall, du hast es wohl nicht, kannst es wohl nicht lassen. Du liegst völlig falsch, Bummer. Sie hat sich verlaufen und ich habe ihr nur den Weg gezeigt. Konnte sie doch in so einer großen Stadt nicht allein lassen. Ja, weil sie ein Mädchen war. Mir reicht jetzt, ich verschwinde hier und zwar sofort. Voll auf die Fresse, ey. Alter, voll auf die Fresse, ey. So, hi. Hallo. Hey, Bulma. Ja, Yamcha. Warum bist du sauer? Ist die Uniform fertig, um die ich dich gebeten habe? Ja, hier hast du sie. Nett. Hey, wieso schmeißt du mir sie hin? Danke, dass sie das hat gesessen. Oh, man. Yamcha, geh bloß nicht zu weit. Ja, ja, ja. Immer diese Frauen, ey. Immer diese Frauen, robuste Kleidung. Haben wir irgendwas drin? Ich weiß gar nicht, was sie reingepackt haben im letzten Part. Ach, genau. Ich war jetzt gar nicht sicher. So. Dann wollen wir mal zu Gott und Hallo sagen. Hallo Gott. Hallo Gott. Was geht? Ah ja, toll. Das war auch schlau, ne? Ich hab so im Augenwinkel gesehen, dass da was stand. Hab's aber nicht gelesen. Auch schön. Jetzt werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. Jetzt kommt bestimmt gleich diese Vasa-Quatsch wieder. Pass auf, pass auf, pass auf. Das kommt. Pass auf. Hey, es funktioniert nicht. Wieso? Wieso nur? Deine Schläge sind unpräzise. Deine Angriffe müssen konzentrierter und kompakter werden. Und Level Up? Ja, drei. Auf Level 3. Das ist eher, das versteht ihr, müsst eure Vasas perfektionieren. Das kennen wir ja schon bereits. Weil das kommt bestimmt auch gleich. Pass auf, pass auf. Ihr seid mir schon lange müde, geht euch das so beibringen, ja. Das gleiche, genau. Wir haben schon einen Plan, Schläge sind unpräzise, ja, wissen wir. Er müsste sein Vater mehr essen. Er muss aber mehr Knäckebrot essen, damit er besser wird. Er muss mehr Knäckebrot essen. I'll handle this. No, Krillin. You've already been wished back once. It won't work a second time. Leave it to me. I've got a couple special moves that'll fry these guys in no time. Okay. Wir kriegen Geisterballattacke.
So. Das ist sein, hier Finisher. Ich packe jetzt auch Wolfszahnfaust rein. So, gut. Ich weiß gar nicht. Ich kämpfe, glaube ich, gegen Pflanzenmann, meine ich, ne? Ich meine, in der Geschichte kämpft er nur in der Saiyajin-Saga, kämpft er nur gegen den Pflanzenmann. Gegen den er auch verloren hat zum Schluss. Stand back, guys. I got this one. I'll show them that we mean business. Come on. Okay. Kannst du in die Abwehr gehen? Okay, wir haben also keine Verteidigung. Also können wir die ganze Zeit einfach nur drauf bashen. Das ist gut. Der kann nichts dagegen machen. Ich aber auch nicht. So, heißt es, kann ich aus. Alter, es geht. Bist du gerade verarscht, oder was? Das ist natürlich. Man sollte eventuell nicht. Oh ja, ist klar, ey. Dein gammelige Pflanzmann. Kacke, Katze. Ich hab. Oh, wow, ich habe ihn irgendwie noch erwischt. Danke. Ich war schneller. Eins, zwei. Okay. Was willst du, hä? Willst du auf die Fresse haben? Ich mach gleich Grünkohl aus dir, ey. Wow, geh weg, ey. Wenn wir jetzt. Ich weiß, warte mal, ich will. Komm, hau mich mal damit, treff mich mal damit, komm. Ja. Ja. Vor allen Dingen, er stirbt davon direkt, ey. Jetzt soll ich. Ich dachte, dass das. Ja, ich weiß, dass er es nicht. Dass es von der Geschichte her normal ist. Okay. Da kann er nichts machen. Er kann sagen, er nur von vorne kommt. Kann er ich nicht. Kommt nicht zu mir durch, denn. Nein! Das ist. Das wollte ich haben. Das ist so eine Geschichte. So war es auch in Wirklichkeit. So wie er da liegt, meine ich jetzt. Ne? Habt ihr Krillin gerade gehört? Der hat Yamcha gesagt. Das ist normal. Ja, müssen wir leider gewinnen, um die Kerl weiterzukommen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise ist er ja hier gestorben. Das wollte ich nur mal zeigen. Ah, geh weg. Ah, geh weg. Ah, geh weg. Du gammeliger Pflanzenmann, geh weg. Das schafft ihr diesmal nicht. Yeah. Okay. Das muss euch ja mal gezeigt werden. Das muss mal ein bisschen, ne? Ihr versteht schon, wie das meint. Level 9. Yay. Und somit haben wir schon die Geschichte mit Yamcha in der Saiyajin-Saga abgeschlossen. Wow. Ein Kampf war das. Your little monster wasn't as strong as you thought, huh? I'd say your celebration is still a bit premature. Ja. Was passiert ist, er hat sich in Luft gesprengt, so wie wir es gerade gesehen haben auf dem Kampf. Mehr ist nicht passiert. So, die Namek-Saga ist ja nicht dabei. Da war er tot. Komplett. Bis Ende. Er ist in der Cyborg-Saga dabei. Ich meine, auch nur am Anfang der Cyborg-Saga kämpft er mit, wo die das erstmal die Cyborg suchen. Da müsste er dabei sein. Und danach aber auch nicht mehr. Alter, wir kommen noch sehen, ey. Alter. Nein! Ja, das war schlau. Ich hab's weggeklickt. Mein Fehler. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Fuck. Ah, Gott. Das tut mir leid, das wollte ich echt nicht. Da war was. Ja, mein Fehler. Mein Fehler. Auf jeden Fall, wir haben sich vorbereitet auf die Saiyajins. Warum finde ich den Dragon da schon wieder? Auf die Saiyajins, genau, auf die hier Cyborgs. Und wir haben halt das, die 3 Jahre trainiert. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Insel gewesen, wo sie halt die Cyborgs suchen. Und ich meine, ihr habt Schuss der erste, der sie sogar trifft. Ich meine, das war so. Und im Prinzip spoiler ich euch jetzt, aber Gottes Plattform. Ich glaube, da gehen wir mal hin, hallo sagen. Hallo. Ach, du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Ja, es ist eine schöne Weile her. Übrigens, wo ist Gott? Ich möchte ihn bitten, einen würdigen Gegner für mich zu finden. Gott meditiert gerade. Er ist tief in den Gedanken versunken. Du kannst ihn jetzt nicht aufsuchen. Na gut, grüß ihn von mir. Ich muss weiter. Poster Popo, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Als Piccolo starb, war es auch so. Ja, stimmt. Ist richtig. Meister Karin, sind die Sensu-Bohnen, also die, mal hier, die magischen Bohnen bereit? Tut mir leid, aber die Sensu-Bohnen wachsen in letzter Zeit schlecht. Verstehe, das ist etwas unbeunruhigend, oder? Falls du noch ein paar Sensu-Bohnen hast, solltest du es lieber bei dir tragen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was mich betrifft, so behalten sich diese unguten Gefühle meist. Ja, das stimmt. So. Da waren 1, 2 Dinge, what the fuck, da waren, also das Kampfpunkt gewesen, was das andere? Da war gerade noch was. Da war es beides mal der Kampfpunkt. Das kann man sich nicht vorstellen. Ne, hier war Felsberg, war was. Da war auf jeden Fall was. Du!
Diese Reaktion, er weiß auch Bescheid. Hey, mach dir nichts draus. Du wirst sicher noch viele Gelegenheiten haben, jemanden kennenzulernen. Ich werde bald verrückt. So. Aber warum mache ich den Dragon Ball eigentlich wieder aus? Es fehlen noch zwei Dragon Balls. Oder einer, ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß es nicht ganz genau. Es war auf jeden Fall das Kamehaus gerade. Das habe ich im Winkel lesen können. Dann werden wir Hallo sagen. Hallo, Kamehaus. Yamcha, wo du doch gerade eine schwierige Phase durchmachst. Hier ist ein Heft, das dich auch wenig aufmuntern wird. Also wirklich einen guten Roshi. Alles jetzt zerstört oder das Haus zerstört? Was machst du da? Meine wertvolle Sammlung. Gra, ich werde rausfinden, wer das Ganze ausgeplaudert hat und demjenigen den Hintern versohlen. Wenn ich 1 zu 1 zusammenziehe, kommt nur einer in Frage. Warte mal, nein, ich warte mal. Ach, zum Kuckuck, ich sollte mich auf die Suche nach diesen Cyborgs machen. Nein, er muss ja erstmal die Sache mit den Heften regeln. Das ist Dragon Ball, okay. Ich weiß jetzt ehrlich wirklich nicht, ob das jetzt hier 3 in der Geschichte sind. Oder nur 2. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher. Aber ist auch wurscht. Ich glaube, es sind nur 2, weil wir der Busaga, also nach der Busaga auch noch was haben. Ja. Ich würde sagen, wir fliegen ein paar Dinge einmal ab, bevor wir weitergehen. Ich will einmal zu Gokus Haus. Wo ist das? Da waren 2 Dinge. Da waren 2-mal der Wald und einmal Gokus Haus. Habe ich sehen können. Hey Yamcha, ich habe Bulba mit einem Baby gesehen. Ich wusste gar nicht, dass ihr 2 geheiratet habt. Das ist nicht mein Baby. Wir hatten uns schon vor langer Zeit getrennt. Es wirkt ein wenig deprimiert, als wir neulich trainiert haben. Ah, wer ist denn der Vater? Wie geht es der Vater? Und das Baby heißt Trunks. Woher weißt du das? Bulma hat mir gesagt, sie habe es niemandem erzählt, weil es eine Überraschung sein sollte. Ha, es war wohl halt gut geraten. Wir haben jetzt keine Zeit für diesen Quatsch. Lass uns an den Cyborg suchen. Okay. So, hallo. Wo ist das Haus jetzt? Das ist, okay, hallo. Ich kann sagen, ey, what the fuck? Ach du meine Güte, ist alles in Ordnung, Yamcha? Was ist los, wovon redest du? Ich weiß Bescheid, Bulma hat dich sitzen lassen, nicht? Aber keine Angst, da draußen gibt es eine Menge anderer Frauen. Was? Wie kommt es, dass du über die Sachen mit Bulma Bescheid weißt? Kann ich dir nicht sagen, ein Profi gibt niemals seine Quellen preis. Außerdem habe ich Angst, also viel Glück. Okay. Jo, dann würde ich sagen, ich will eine Stadt noch abfliegen. Nördliche Hauptstadt. Und dann war's das. Hey, Olang, wo ist Pool? Ich bin nicht ständig mit Pool zusammen, wenn du es wirklich genau wissen willst. Er fehlt dir aber, nicht wahr? Sei still, wer ist denn hier sitzen gelassen worden? Tschüss! Nett. Was? Wie hast du das denn rausgefunden? Ich dachte, Bulma würde es keinem erzählen. Er wird dauerhaft gemobbt, ey. Ohne Scheiße, ey. Er wird dauerhaft gemobbt, ey. So. Das war ja in der Stadt hier, in der südlichen Hauptstadt. Oder das war in der südlichen Stadt. Da hat er halt erst auf die Cyborg getroffen und er hat kein gutes Ende da gehabt. No, where'd he go? Excuse me, have you seen anyone suspicious around here? Is this Goku? No, he does not match the data. Was mich jetzt natürlich ein bisschen irritiert, warum steht der Capcom Corporation im Hintergrund, wenn das nicht die West, die östliche Hauptstadt ist? What the fuck, ey? Even so, this may be a good chance to absorb some energy. Ha! Vor allen Dingen, was mich noch viel mehr irritiert, warum spricht am Schuh jemand im Kampf an, wenn er genau sieht, dass er genau vor ihm steht? What the fuck? Und ja, das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Kannst du mal herkommen? Genau, das war mein Plan. Und Kamehameha. Ja. Das Problem ist, er hat genug Möglichkeiten, mich jetzt zu mobben gerade. Deswegen werden wir jetzt... Ja, Alter, ich wollte dich mal kurz rausschlagen. So, das war falsch. Na komm. Alter, was... Oh, du kamst nicht als Cyborg, ey. Da war gerade sein Hypermoosack, wie kann es sein? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er machen wollte. So, too easy. Und Kamehameha. Zack, von hinten, ey. Nein, jetzt lass ich mich auch nicht treffen. Ah, du kamst nicht als Opa. Du kamst nicht als Opa. Am besten habe ich, glaube ich, bisher... Nein. Oh, wow. Am besten habe ich, glaube ich, bisher mit Piccolo gekämpft, seitdem wir das Spiel spielen wieder. Dann sagt die... Ich stelle mich gerade echt an wie so ein gammeliger Gammelkopf wieder, ne? So, Kamehameha. Ich habe ihn erwischt. Haha. Wow, voll in die Fresse getreten.
Alter! Vor allen Dingen haben wir jemals in dieser Stadt schon gekämpft? Ich glaube nicht, ne? Jotos! Alter! Meine Fresse, was geht denn jetzt ab hier? Alter! Nein! What the fuck war das jetzt gerade? Er ist über mich rübergejumpt, ey. Haha! Haha! Haha, Opa, ich hab dich weggeschlagen. Hier kam er mehr! Oh shit! Ja, genau, dann mach doch was. Lockert, Hypermodus. Let's turn it up. Und Kamehameha. You're going down. Ich hasse Yamcha, ne Scheiße. Ich komme mit ihm gar nicht gleich. Ja. Wahrscheinlich habe ich so viel Glück gerade, wie man sieht. Läuft bei mir, läuft. Wow. Das läuft bei mir richtig gut, ey. Läuft, 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 läuft. Yamcha, du bist schlecht. Ganz im Ernst, ey. Wow, Baby habe ich jetzt getroffen, was ziemlich komisch war. Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin bestimmt so über Modus wieder. So, hinter, ganz schnell. Photon Wave. Das gibt ja gar keinen. Kamehameha. Going down. Gleichzeitig mit ihm gedrückt, Viereck. Gott, wir haben durch. Wir haben es geschafft, wir sind durch damit. Also mit dem Angriff, dass wir keinen Schaden bekommen, diesen Zug meine ich. Da gerade eben haben wir auf die Fresse bekommen, Mama. Zweiter ist auch durch. Okay, und was kommt jetzt? So, wir haben gewonnen. Attack win. Zack. Wayu. Und wee. Und das, den Rücken hat er gebrochen bekommen. Jetzt ist die Maschine matsch. What the fuck war das jetzt gerade? What the fuck? Er stand im Kamehameha einfach drin. Stellst du hier? Geil, man, Kamehameha, scheiß drauf, dass es mich durchlöchert. Ist es egal. Es passiert eh nichts. So, Level 13. So, so, oh, wir haben noch einen Punkt. So, gut, dann haben wir das. Dann haben wir das Geschäft. Sehr gut. Yamcha! Let him go, Android! Interesting. How did you know we were Androids? Or where to find us, for that matter? Ich glaube, wir kriegen die Stadt jetzt. Nee, Dr. Kero. Okay, ich dachte, wir kommen jetzt das Level im Hintergrund. Aber gut, haben wir nicht. So, die Cyborg-Saga ist beendet. Ich glaube, jetzt kommen wir in die Buu-Saga. Im Prinzip ist die Buu-Saga aber im Prinzip auch schon zu Ende da. Das ist nach der Buu-Saga. Weil er hat ja in der Buu-Saga nichts getan. So. Wenn wir jetzt die letzten drei Dragon Balls noch suchen. Ja, das machen wir jetzt noch in dem Part. Das machen wir jetzt eben noch in diesem Part. Oder? Wir sind noch da, ne? Ich glaube ja. Ich hab keinen Plan. Da da dam da da dam da da dam da war was zur Hölle war das jetzt gerade? Ja. Ich bin irritiert. Dam da da da. Hm. Wie halt das Gefühl, dass kein Dragon Balls kommt? Das haben wir schon mal gehabt. Da muss ich eine Geschichte einmal starten, ja? Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal rein und gucken mal nach, was hier passiert. The years sure have flown by since the battle with Majin Buu. It's been nice not having to fight for so long. But today, I'm back in battle mode. For once, I can actually win the world tournament. There's only one guy I have to beat. So. Jetzt sind vielleicht die Dragon Balls mal da. Da. Tatsächlich, ey. Tatsächlich. Tatsächlich. Nummer 1. Tatsächlich sind die Dragon Balls erst da, wenn man das angesprochen hat. Das ist ja toll. Das ist ja wunderschön, ey. Das ist ja wunderschön. Vor allem, wo sind die anderen beiden jetzt? Wo ist ein Dragon Ball? Ich finde keinen Dragon Ball. Hallo? Hey, die Gambling-Kugel, wo sind die jetzt, Mann? Krass aus hier, ey. Südliche Hauptstadt, hallo. Wenn man die südliche Hauptstadt hallo sagen, ey. Ha, hallo Lunch. Ist schon lange her, oder? Hallo, hau ab, du bist mein Feind. Na schön, es ist wohl ein sicherer Lunch, nicht zu nahe zu kommen. Okay, ich bin trotzdem nicht bei dem Problem, dass ich Dragon Balls gar nicht finde. Das ist natürlich kacke. Das ist doch zwei, da blinken auch vorne auch noch was, ey. Mein Gott, was geht hier ab, ey? Ich glaube, es ist die gelbe, ja, aber ganz einfach, Kapsel. Einmal Brathuhnkröte mit 7 Gewürzen. Okay, was ist das hier vorne? Kann kein Dragon Ball sein, auf jeden Fall. Ach, Geld, okay. 500, what the fuck? 500 Zini? Dein Ernst? Okay. Da-dam-da-da-da-dam-dam. Ich würde gerne noch Dragon Ball finden. Einen zumindest noch, bevor ich jetzt den Part beende gleich.
Ich finde kein Dragon Ball. Was eine Scheiße jetzt gerade hier, ey. Alter, Leute, ich finde kein Dragon Ball. Gut, Leute, egal. Ich bin den Part an dieser Stelle. Und im nächsten Part werden wir die Dragon Ball zurück und die Geschichte mit Yamcha beenden. Hoffe ich mal. Dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.